Yours a lot. I just don't get why they locked the room. We'll find a way to open it. Or I could just blow this stupid door up with my power. That looks super easy. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead, all right? Natürlich müssen wir jetzt. I'm just gonna clean up real quick. Yep, it's empty. Oh. Dude, hurry. I'll stay here in case they come back. Okay, Steven. Where do you hide this key? We clearly don't share politics, but at least Steven doesn't preach. I don't really see Steven listening to old school pop rock music. Yeah, not much to see in here. Clothes, old stuff. Definitely no hidden key. Sean. Shit. These are Christmas presents? Let's not tell Daniel, or he'd freak. Sharp objects. Bit like Claire. Locked drawer. Maybe the key to Karen's room is inside. Come on, little key. Don't be shy. How much more Irish can you be? Wonder what would have been different if Dad had taken us to church. Definitely not the one. Way too small. Didn't know Claire had sleep troubles. I guess it kind of makes sense. I saw Grandma go into the room yesterday. It looked like she left something. Yeah, no. No way I'm searching Claire's underwear. Who knew this sweet little muffin would turn into such a brat? Still super cute, though. Aww. Karen hated collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Love the outfits, guys. Man, he looks so different. Whoa, I'm just looking for a key, not the crown jewels. Ew, are these milk teeth? Not sure if it's gross or cute, but still, no key here. Kann ich den Schlüssel zurücklegen? Okay, Daniel. Think hard. What would... Daniel, you really think you could open this door without doing too much damage? Yes. I know I can't. Ich weiß ja nicht, ob der Schlüssel nicht irgendwo rumliegt, ne? Vielleicht hat sie ihn auch bei sich. Lass hier nochmal ganz kurz reingehen. Nur schauen, ob wir nichts übersehen haben. Wir waren in beiden Nachttischen, wir waren in dem Schrank. Alte Kiste. Damn. Too high for me. Come on.
Karen's smile on this picture kind of reminds me of Daniel's. That would have been really useful when we lived in the woods. Would be cool to ask Steven about his firefighting career. Small town hero starter pack. Shit. Wish I had the chance to find my thing too. Okay, das war auch nichts. Come on, Sean. If you can't find the key, I can still use my power. Darauf wird's wohl rauslaufen, wa? Ja, verdammt, ich will das nicht machen. Daniel hat's diesmal echt versaut. Er muss lernen, den Mund zu halten. Team Spirit featuring the Silver Runner. Nicht wirklich in der Stimmung für Weihnachten, aber für Daniel spiele ich mit. Er vermisst es echt, wie ein normales Kind Spaß zu haben. Hallo Weihnachten. We have to get into that room before they come back. Fuck. Can't find that stupid key. Just go for it. Yes. And don't blow apart the whole house. Haha. Really? Wow. I don't like this. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? It's her teenage room. They want to forget anything related to Karen. I can relate. It's her teenage room. I'm sure she sorted through her things before leaving for Seattle. The rest. I miss my skateboard and going to the park. I think I saw a moon eclipse once before Daniel. Never been a big fan of hiking. Karen liked to take pictures of strangers when we walked down the streets. I miss my music. Okay, Daniel. You've seen everything you want. This playlist is boring as hell. Okay, Daniel. You've seen everything you wanted to see. Claire and Steven will be home soon now. Just 5 more minutes. Hope you enjoyed your trips. So you didn't bail on us for nothing. Einfache Tipps für die Weltreise, bevor man 30 wird. Oh, hope you enjoyed your trips. I don't recognize any of these games. Read a lot of these in the 10th grade. Yawn. Guess the no phone rule wasn't such a thing back then. So that's how Mom used to smell? I don't know. I don't think she used... Oh. Well, figures Karen was already looking for an exit. I miss not having any memories of her, Sean. I know, and I know. Man. That pen pal sure loved listening to her own voice. Liebe Karen, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deine Brieffreundin vergessen. Es ist so öde hier draußen und deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam in Beaver Creek und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, dass ich diese große Familie habe und so neidisch bin, dass du ein Einzelkind bist. Du hast das ganze Haus für dich wie eine Königin. Ich habe dir schon gesagt, dass mein dämlicher Bruder Keaton sein unreifer Junge ist, obwohl er der Älteste von uns ist. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschein hat, was auch immer. Warte nur, bis ich fahren kann und wir uns besuchen können, wann immer wir wollen. Ich höre Papa wegen irgendwas schreien. Ich mache mich lieber vom Acker, bevor er mich erreicht. Bitte schreib mir bald und ich schreibe zurück, sobald du es tust. Deine liebste Brieffreundin, Emma.
I miss U. Und die großen Buchstaben so ausgemalt. Yeah. You finally left forever. Coward. Der grüne Chor von Karen Reynolds. Ich höre den grünen Chor, der im Wald singt, im uralten Grau, wickelt mich in seinem hölzernen Zauber sein Lied. Die Wurzeln wie Sicherungen, die rückwärts explodieren. Wenn ich mich in meinem Herzen verberge und dieses Geräusch höre, dann fühle ich mich älter als der Wald, älter als du, aber jünger als der weinende Fluss zu meinen Füßen. Wenn ich ins Erdreich rutsche, würden die Stimmen gedämpft, wie mein Gesicht im Kissen, damit niemand weiß, dass ich hier bin. Ich könnte mich durch die Wurmlöcher schleichen, doch das würde nur nach unten führen. Also fühle ich mich selbst über die Baumspitzen, über den Fluss, schwindend für immer. Why would they remove all the pictures? Because they made them sad. Is that an amethyst? She was into New Age bullshit because they made them sad. Yeah. These pictures are so random. They looked happy. How could she send all of this to hell? I think I remember that one. Karen showed it to me once. Ulysses? Ulysses. Hey, Daniel, check this out. It's like she almost never used those. Hey, Daniel, check this out. His name is Ulysses. Like, hi, Ulysses. The hero? I guess. So cool. Okay, ich will raus hier. Kann ich die wieder zumachen? Leute, ihr müsst doch eure Spuren verwischen. You were a friend of my mommy's? Oh, ein Brief. These letters look pretty recent. Why would Claire lock these up in here? Is that for mom? Huh? Let me see. Daniel! Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What? Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out. In this case, die Mom lebt noch? Beg you, ich dachte, die ist gestorben. Please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh, what happened? Shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly. Ransacking our house while we're at church? Is that all you have to say? Claire, please, calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Actually, we did find something. Yeah, we found a new letter from my mom. She said she wants to see us. But you didn't even tell us!
Ah, das sollte nicht so aufregen. She's not my daughter anymore, or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me. All of us. She is not welcome back. It's been 8 years. Maybe it's time to move on. Don't you dare lecture me, Sean. You don't know anything about how I feel. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that breaking our door to sneak into the room. Well, that shows you don't respect us. What? Then why did we get you something at the Christmas market? You mean you two went out? Well, that's exactly what I'm saying. Ja, genau, you can't even obey one simple rule. We could go to jail just for helping you. This is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Steven! Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Steven, no! Hold on, honey, we'll get it off! I see where this is going. No! Stop! Oh, my legs! Fuck! Ich dachte, die Mom ist tot. So wie bei Chris. Ich dachte, das ist genauso. Dass beiden, die Mom von beiden tot ist. Die lebt also noch und ist tatsächlich einfach nur gegangen. Ah, man. Shit. Wir haben das Vertrauen von denen total missbraucht. Und eigentlich habe ich mich ja total gesträumt, in den Raum reinzugehen, aber es ging ja nicht anders. Und jetzt so eine Scheiße, ey. Das sind unsere Großeltern. Wir müssen das Vertrauen irgendwie wieder zurückgewinnen. Wir müssen helfen. Und vielleicht erkennt Claire ja dann. Fuck. Do it, Daniel! Now! Do what? What's going on? Oh, Lord, what? What are you doing, Daniel? Oh, my baby, Stephen, are you okay? Ah, fuck. Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Maybe. It was a miracle. Oh, thank you, Lord. It's the sheriff. Steven? Claire? Sean, I didn't. Fuck. We didn't call them. I know, Grandma. Sean, what are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way.
If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car's in the driveway. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Ich wollte nicht auf den Markt gehen. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Dana, wait for me while I go upstairs. Daniel, Alter! Und jetzt hat er es natürlich kapiert. Must be so mad at me. I could tell he was pissed when he saw I had the power. You'll get over it. You saved his life. He thinks I'm a liar now. He's a smart kid. He's not gonna stay mad. You guys are the spirit squad, right? I hope so. Sean. I'm tired of running away. Why does my power always bring trouble? You don't have to use your power if you don't want to. But I'm good with it. And I'm the only one who can do these things. I know, but Daniel, you need to be careful and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Mom? No way, man. Wer hat die angerufen, die Cops? We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, ich weiß nicht. We make our own rules. Look, I even got you a present. Merry Christmas, Enano. For real? But it's in 2 weeks. Who cares? Dates are boring. Here. Gee. A yo-yo? Awesome.
Ihr werdet auch in Mexiko von der Polizei verfolgt werden. Early Christmas is the best. Hey, I got something for you too. I wanted to finish it, but we're doing it now, so. Oh, man. That's so cool. Hey. Listen. There's a ride. Come on. All aboard. Wie schon gesagt, ihr werdet auch noch in Mexiko verfolgt werden. Es bringt euch also effektiv am Ende nichts, aber ihr könntet euch wenigstens mit eurer Mom treffen und euch mit der versöhnen. Ein Elternteil. Das ist irgendwie besser als kein Elternteil. Und jetzt ist die Episode vorbei. Was? Alright guys, das war Life is Strange 2, Episode 2, Roots. Schon immer wieder krass, wie viele Leute an so einer, an so einem Projekt mitarbeiten. Okay, das sind Schneeball auf Daniel geworfen. Warum nicht? Egal. Du hast den Schneeball. Ach so, Statistiken von Freunden. Das sind Schneeball auf Daniel geworfen. Du hast den Schneeball vernünftig geworfen, auf Trüffel geworfen, auf Daniel und Trüffel geworfen. 100%. Du hast Daniel den Puma töten lassen. 100%. Du hast gemeinsam mit Claire und Daniel gebetet. Du hast dich geweigert, gemeinsam mit Claire und Daniel zu beten. Claire hat alleine gebetet, die Männer gebetet. Du hast Steven gestanden, dass Daniel Kräfte hat. Du hast so getan, als wüsstest du nichts. Okay, wir hätten es ihm also erzählen können. Vielleicht wäre dann alles ganz anders gekommen. Du hast mit zusätzlicher Hausarbeit geholfen. Okay. Du hast Daniel gesagt, dass es richtig war, Chris zu retten. Du hast dich mit Stevens Laptop in dein Profil eingeloggt. Du hast dich nicht, okay. Du hast Lila angerufen, du hast Lila nicht angerufen, du hast Lila nicht erreicht und ihre Mutter angelogen, du hast Lila nicht erreicht und warst ehrlich zu ihrer Mutter. Du hast Chris Vertrauen gewonnen und er hat dir von seinem Vater erzählt. Du hast Chris Vertrauen gewonnen, er hat nicht nach seinem Vater gefragt. Du hast Chris Vertrauen nicht gewonnen. Schade. Du hast Daniel aufgetragen, Chris die Wahrheit zu sagen. Wir haben gesagt, das Geheimnis schützen. Cassidy's Lied bis zum Schluss angehört? Nicht bis zum Schluss. Okay, cool, das war sogar so ein Ding. Du hast ein Raumschiff für Chris gezeichnet? Okay. Du hast ein Weihnachtsgeschenk für Daniel gekauft? Du hast ein Weihnachtsgeschenk für Daniel gestohlen? Du hast mehrere Weihnachtsgeschenke für Daniel gefunden? Wäre jetzt auch gegangen, okay. Auf dem Stand, wo das Jojo war, stand ein Schild mit Back in 5 Minutes. Also vielleicht hätten wir noch ein bisschen warten müssen und dann wäre der Verkäufer zurückgekommen und wir hätten es kaufen können. Du hast ein ehrliches Gespräch mit Charles über seine Probleme geführt. Du hast dich nicht in Charles' Probleme eingemischt. Okay. Du hast Daniel angewiesen, Stephen mit seiner Kraft zu helfen. Du hast Stephen rausgezogen und dabei sein Bein verletzt. Okay. Also, wir haben Steven retten können, er ist nicht verletzt, aber dafür wissen sie jetzt von unseren Kräften. Ihr wurdet verfolgt und Chris wurde angefahren. Das wäre also auch gegangen.
Ihr wurdet verfolgt, aber Chris wurde nicht angefahren. Ihr wurdet nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen. Das hätte also auch funktioniert. Das wäre bestimmt gegangen, wenn wir sein Vertrauen gewonnen hätten. Und wenn er angefahren wäre, bestimmt geworden, wenn er das mit den Kräften gewusst hätte. Ach, keine Ahnung. Danny hat weiterhin geflucht. Danny hat aufgehört zu fluchen. Yay. Danny hat das Würfelspiel ohne Schummeln gewonnen. Danny hat den Puma getötet. Daniel konnte Trüffel angemessen beerdigen. Das habe ich bei Gronkh gesehen, dass wenn man den Puma nicht tötet, dann nimmt der den Hund mit. Daniel hat zugestimmt zu beten. Okay. Daniel hat das Zimmer nicht aufgeräumt. Du hast Daniel nicht gebeten, Chris die Wahrheit zu sagen. Danny hat gehorcht und Chris die Wahrheit gesagt. Danny hat nicht gehorcht und Chris weiter angelogen. Okay. Insgesamt wurde Daniel ermutigt, seine Kraft einzusetzen. Daniel hat Chris vor dem Auto gerettet. Daniel musste Chris nicht retten. Daniel hat Chris nicht vor dem Auto gerettet. Daniel hat sich selbst die Schuld für Chris Unfall gegeben. Daniel hat dir die Schuld für Chris Unfall gegeben. Ah gut, er hatte ja keinen. Daniel hat niemandem die Schuld gegeben, denn es ging Chris gut. Das ist das Wichtigste. Oder auch wichtig zumindest. Daniel hat sich über sein Geschenk gefreut. Daniel war zu aufgebracht, um sich über Geschenke zu freuen. Ja, gut. Okay. Dann werden wir jetzt wohl eine Preview zu Episode 3 sehen. Nehme ich an. So, this is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah, and your stinky feet will cover the smell. Shut up! They don't! No wheat plantage. Come on. I'll show you around. Cassidy. Dachte ich's mir doch. Danke fürs Spielen. Ja, sehr gerne. Das Bundle hab ich. Hauptmenü. Oh, Leute. Okay, damit haben wir wohl Life is Strange Episode 2 durchgespielt. Also Life is Strange 2, Episode 2. Und jetzt heißt es natürlich erstmal wieder warten auf Episode 3. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, weiß ich noch nicht, ob es da schon Release-Termin gibt. Weil die Episode halt erst vor 3 Tagen rauskam. Ich habe jetzt praktisch einmal die komplette Episode am Stück durch aufgenommen. Und wenn ihr das hier seht, dann sind hundertprozentig schon ein paar Wochen vergangen. Wir werden sehen, ob es bis dahin dann vielleicht sogar irgendeinen Release-Termin gibt. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr von der Episode gehalten habt. Was ihr anders gemacht hättet als ich. Und ja, generell einfach eure Meinung zum Spiel. Würde mich sehr freuen, wenn wir da in den Kommentaren drüber schnacken könnten. Und jo, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, wenn es heißt Life is Strange, wieder dabei. Bis dahin, Leute, passt auf euch auf. Macht's gut, ciao.